Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und ja, liebe Freunde, jetzt endlich mal wieder nach meinem großen Urlaub die erste SimCity 4-Folge. Ach, ich freue mich schon irgendwie zurück zu sein, auch wenn der Urlaub richtig geil war. Aber ja, ich habe halt SimCity 4 schon vermisst, muss ich sagen. Okay, genau, wir waren ja hier in unserer großen Hauptstadt unterwegs, ne? Ich merke gerade, es ist tatsächlich nicht mehr viel, ne? Ha, krass. Okay. Aber gut, Freunde. Ich glaube, wie sieht es denn hier aus? Ja, die Nachfrage ist eigentlich ganz okay. Was haben wir denn? Ach, krass, schaut mal, wir haben hier einen riesigen Gewerbepark tatsächlich. Hier müssten mal ein paar Wohnungen. Würde ich mal so sagen, wie sieht's finanziell aus? Knapp gut. Okay, knapp gut. Ja, das ist. So muss das sein, Freunde. Gut, da würde ich vorschlagen, machen wir Wohnungen hin. Ja, wir bauen einfach weiter, würde ich sagen. Wir bauen einfach weiter hier, das Zeug. So. Ja, machen wir hier. Zack, zack. Ich meine, wir haben ja die Vorbereitung, glaube ich, in der letzten Folge insoweit gelegt, dass wir jetzt hier tatsächlich schnurstracks weiterbauen können. Ja, das war, glaube ich, so, ja. Das war so noch da vor meinem Urlaub den Grundstein hierfür gelegt haben. Genau. Dass wir jetzt hier eigentlich keine Probleme mehr haben sollten. So, dann schauen wir uns das doch mal an hier. Gut, ja, da kommen sie auch schon. Seht ihr das? Da kommen sie auch schon. Richtig geil. Ach ja, Freunde, ich freue mich wieder hier da zu sein. Wie gesagt, wieder da aus dem Urlaub. Und dann kann es dann schön weitergehen jetzt, ne? Das ist richtig gut hier. Schön, dass sie die vier zocken. So. Ich glaube, ihr braucht. Oh. Finanziell müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir brauchen hier aber Schulen. Das ist, ja, das ist nicht zu umgehen, leider. Weiterführung der Schule. So, ja, guckt euch die Kosten an. Ah, das ist. Aber gut, die Leute zahlen es ja mit ihren Steuern zurück, deswegen bin ich da nicht ganz so böse. So, wie macht man denn jetzt hier am besten weiter? Ich glaube, wir machen hier auch noch ein paar Wohnungen hin, würde ich sagen. Da geht's doch hier richtig flott weiter, Mensch. So, aber dann brauchten wir hier eigentlich eine Straße so. Ja, schaut euch das an. Eine Straße so und schon kommt ein neues Gebäude. So muss das sein. Okay. Dann können wir eigentlich hier. Hier oben können wir sie schon mal einziehen lassen. Hier unten eigentlich auch, aber was höre ich denn da? Ich höre da gewisse Streiks. Ja, das Krankenhaus, okay. kein Wunder, sage ich mal so. Dann kriegt er hier noch was. Aber ich habe auch gesehen, dass wir direkt schon wieder Wasser brauchen. So. Und schon hören sie auf zu streiken. Ja, so muss das sein, Freunde. So, ja, und dann freue ich mich natürlich mal wieder, dass ihr hier eingeschaltet habt zu SimCity 4, zu den letzten Zügen, sag ich jetzt einfach mal tatsächlich. Lang ist es tatsächlich nicht mehr. Weil wir bauen ja hier tatsächlich wieder endlos drauf los, ne? Ach, schaut mal, hier habe ich eine U-Bahn gar nicht angebunden. Na, was ist mir denn da passiert? So. Und ja. Also das große Ende von SimCity 4 naht tatsächlich. Ich glaube, wir können hier auch mal einen Bäumetrick machen, ne? So einen kleinen. Jawohl, schaut euch das an. Da kommen sie doch schon wieder hier. Da kommen sie doch schon wieder. Okay. Was war das? Okay, egal. Einfach nur Handy. So, das heißt, wir haben die Nachfrage gestillt. Brauchen hier unten noch eine Monorail.
So. Und die fangen schon wieder an zu streiken. Das ist ja wohl jetzt, das ist ja wohl jetzt ein Scherz. Ach nee. Ach so. Okay. Alles klar. Ich mal gerade. Da, okay. So. Hab nur kurz über in die Discord-Benachrichtigung geschaut. Okay. So, dann machen wir hier einmal so. Damit sie hier auch die anderen. Genau. Schaut euch das an. Sehr gut. Okay, das heißt, wir können hier in die Richtung weitermachen mit Gewerbegebiete. So, dann machen wir das mal so hier. Ja, angebunden sind sie schon. Das heißt, wir können hier direkt weitermachen. Ja, das ist schon ein ziemlich geiler Flow hier, muss ich sagen. Den wir hier haben. In unserer Hauptstadt, aber wie gesagt, den haben wir uns tatsächlich verdient, auch den Flow. Ich kann mich noch daran erinnern, wie lange wir hier rumgedoktert haben. Das ist mir tatsächlich über den Urlaub hinweg durchgeblieben, dass das einfach eine harte Nuss war hier. Aber schlussendlich lohnt sich jede Arbeit. Jede harte Arbeit lohnt sich in dem Spiel. Weil am Ende ist das Ergebnis tatsächlich so, wie es jetzt hier aussieht. Und von daher, ja, Moment, wartet mal, das müssen wir einmal so machen. Genau. Von daher bin ich da nicht böse. So, dann schauen wir mal, ob wir hier das nochmal anbinden können. Jawohl, das sieht doch gut aus, Freunde. Das sieht doch gut aus, so. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, finanziell sieht es natürlich nicht so berauschend aus gerade. Wie gesagt, das können wir vielleicht gleich regeln. Au, guck mal, was da kommt schon wieder. So, zack hier. Richter nach Europarks. Zwei Stück. Na, wir sind so geizig, ne? Was soll der Geiz? Schaut euch das an. Jawohl, da kommt schon wieder ein fettes Teil da. Sehr schön, Freunde. So muss das aussehen. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. So, okay. Ja, das ist wieder so ein Teil mit 20.000 Jobs. Ja, das ist natürlich geil. Mega nice. Oh, die kommen sogar hier. Okay. Da kommen sie sogar mit dem Bus. Okay. Ja, ich glaube. Mach mal die Bildung noch minimal runter. Wir müssen ein bisschen aufs Geld achten, tatsächlich. Aber sollte soweit passen. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht, liebe Freunde. Dass ihr die Zeit gut überstanden habt jetzt den Januar. Und ja, bei mir ist es halt, ne? Ich komme frisch aus dem Urlaub. Bei mir ist noch der Elan voll da. Und deswegen bin ich guter Dinge. Aber ich hoffe, dass es euch halt auch so gut geht wie mir. Naja, das ist ja ganz wichtig. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, wie euer Gemütszustand so gerade ist. Ob alles okay ist oder ob es irgendwas gibt, was euch nervt oder so. Auch in meinen Videos, ne? Also ihr könnt ja ruhig angeben, wenn euch irgendwas nicht gefällt, ne? Das ist mir auch ganz wichtig, dass ihr mir dieses Feedback gebt, wenn euch die Videos jetzt hier nicht gefallen sollten. Das nehme ich mir dann auch sehr zu Herzen, tatsächlich. Konstruktive Kritik finde ich immer super. Deshalb, so. Haut ruhig die Kommentare raus. So, machen wir jetzt hier einmal weiter. Verkehrstechnisch, ja, sieht doch gut aus. Na. Einmal Park. So, dann machen wir hier weiter unseren Gewerbepark. So, einmal 5x5. Ja, das ist, die 5er Gebäude sind ja auch richtig fett, ne? Wie ihr seht. Na, hier 4 Parks hin. Hier in die Mitte nochmal so eine Parkreihe. Und dann können wir da loslegen. So, dann machen wir hier Bäume, Trick. Bäume, Bäume, Bäume.
Ja, ihr seht das, ne? Die Fünfergebäude sind schon richtig krass. Jo, guckt euch das an, was da kommt, ey. Sehr gut, wir haben weiteres Wachstum. So. Wie sieht die Bildung bei den Leuten hier aus? Sehr gut, alles grün, okay, so muss das sein. Ah, schön. Herrlich, herrlich, herrlich. So. Wie war das mit der Hafenanbindung? Hier ist der. Hier ist der. Also das heißt, hier unten ist noch mal einer hin. Und hier noch einer hin und dann so. Dann war es das schon, Alter. Wie krass. Heftig, Freunde. Dann war es das schon. Ja, und die Autobahn, die haben wir jetzt ja auch geschickt zugebaut, ne? Das sieht sehr gut aus. Das sieht super aus. So, haben wir noch Nachfrage nach Einwohnern? Ja, ein bisschen was. Okay, das heißt, wir können tatsächlich hier nochmal. Tack, tack, geiler Soundcheck. Tack, tack. So. Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Hier, die haben hier Pirouetten gemacht, die Züge. Wie cool, ey. Wie witzig das einfach aussah. So, dann machen wir das einmal so hier. Und einmal so. Ja, so, zack, die Straße runter. Ja. Und weitere Wohngebiete. Ja, also ich meine, wir haben ja den Platz. So, dann machen wir das einmal hier. Dann einmal hier unten. Man angebunden seid ihr ja über die Monorail, ne? Von daher. Genau, da kommen sie doch schon wieder hier. Klapp, klapp, genau. Da frage ich mich jetzt allerdings, wie weit reicht die Wasserleitung? Die reicht noch bis hier unten. Okay, dann ist klar. Bäume, 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 jawohl. So, da kommen die Reichen jetzt wieder. Aber die Reichen haben ja mittlerweile kein Problem mehr in unserer Stadt. Na, es funktioniert ja alles, wie ihr seht. Auch mit den Reichen. Das war ja, daran kann ich mich noch erinnern, das war ja so ein Kampf. Niemand hier. Wer protestiert hier schon wieder? Wer protestiert hier schon wieder? Wer. Die Ärzte schon. Ah, okay, das Krankenhaus. Ich verstehe es immer noch nicht, warum die Leute so viel zum Arzt müssen. Was macht ihr denn in eurem Leben? Die ganze Zeit nur McDonald's fressen oder was ist hier los? Warum braucht ihr die ganze Zeit Ärzte? Ach, Leute. Ihr seid so komisch, wirklich. Aber gut, es sind halt Sims, ne? Den kann man es halt nicht immer recht machen. So, weiter. Zack. Tacka, 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 tacka. Ja. Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß, Freude. So, dann haben wir auch schon den nächsten Abschnitt der Monorail voll. Okay, das ist höchst interessant. Das war jetzt hier tatsächlich. Na gut, bisschen ist es noch. Ein bisschen ist es tatsächlich noch, aber gar nicht mal mehr so viel. So, dann einmal hier. Was hier oder hier? Machen wir mal hier unten unsere Bushaltestelle, U-Bahn-Station. So. Einmal anbinden. Ganz genau. So, ja, es wäre natürlich schön, wenn das jetzt so weitergehen würde. Hier mit SimCity 4, ne? Ganz klar. Dass der Fortschritt so weiterläuft. Ah, Polizei, Feuerwehr noch. Ich glaube, das reicht gerade nicht. Okay. Na, wie gesagt, es wäre schön, wenn das so bleiben würde. Dann kriegen wir das doch relativ schnell gebacken hier. So. Ah, hier kommt irgendwie gerade keiner nach links, ne? Merke ich gerade. Ist einmal so. Und. Ah, Moment.
Da kommt einer nach links, so einer nach rechts, einer nach links. Ja, nee, sollte passen eigentlich. Sollte passen. So. Könnte man den hier theoretisch auch noch eine Monorail geben, ne? Ja, es war klar, dass das Kreuz wieder weggeht. Ach, das ist so merkwürdig manchmal, ey. Dass das Kreuz einfach weggeht, aber nur gut. So. Aber dafür haben wir, jetzt hier 2x2 Felder. Was kann man denn hier Gutes reinmachen? Theoretisch ein Museum. Aber, Frage ist, okay. Machen wir einfach mal, würde ich sagen. Bücherei, zwei Stellen noch. Wow! Okay, nee, die Bücherei wird tatsächlich nicht gebraucht. Okay. Aber sehr schön, der Verkehr, der fließt. Das finde ich gut. Finde ich richtig gut. So, einmal Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. So muss das aussehen. Zack. Sehr, sehr gut. Parks noch. Weil ich würde ja schon ganz gerne noch ein paar mehr Einwohner haben. Ich meine, wir haben schon sehr viele mit knapp 2,7 Millionen. Aber je mehr Einwohner, desto besser. Eigentlich ist es immer mein Motto gewesen. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, hier diese Megacity aufzubauen. So, wir speichern das Ganze mal. Damit das nicht verloren geht. Oder das Spiel abstürzt. Sehr gut. Okay. Jo, da kommen wieder die nächsten Gebäude. Ah, ist so krass. Okay. Das heißt, wir können hier weiter Gewerbe. Ja, also ihr merkt das schon, ne? Also es geht jetzt tatsächlich stracks auf die Zielgerade. So. Hier am Ende kann noch mal eine Station hin. So, und dann können wir hier. Die sind ja da oben eigentlich angebunden. Ah, ja, ja, genau. So. Machen wir das einmal so. Und, genau. Ziehen noch hier noch ein bisschen was nach. So, machen hier hinten nochmal eine Verkehrsanbindung für die Leute. Geschenk, ja, danke. Soll ich mir das abfotografieren? Wobei, das ist nur ein 3x3-Ding, ne? Ne, ist okay. Lassen wir erstmal. Sagen wir hier so, zack, 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 ein paar Parks hin. Für euch hier unten. Ach, da können wir hier ein paar Bäume, ja, schau dir das an. Ein paar Bäume pflanzen für die Umwelt. Warum denn nicht? So, ja wunderbar, Mensch, es geht weiter. Die U-Bahn. Jetzt verdienen wir wieder so wenig, ne? Das ist irgendwie merkwürdig auch. Tatsächlich, warum wir hier so wenig Geld verdienen. Und hier unten müsste mal eine U-Bahn-Station hin, tatsächlich. Das können wir gerne mal einrichten. So, jawoll. Wolski. So. Ja, da passt das doch. Wunderbar. Und ja, man kann jetzt eigentlich, oh, schau ich das mal an. Wir haben hier Brownouts. Das ist gefährlich. Wir haben zum Glück noch einmal Energie. So, wie sieht es hier mit dem Müll aus? Immer im Auge behalten den Müll tatsächlich. Nachbarschaftshandel, Müllexport. Okay, Freunde, wir müssen einmal kurz in die Supporthauptstadt. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Was ist denn mit euch? Oh, der Rest passt aber. So, okay.
Hallo, könnt ihr mal... Danke. So, wir müssen einmal kurz raus hier. In unserer Supportstadt den Müll nochmal einlagern. So. Dann haben wir hier oben unsere Supportstadt. Genau. Müssen hier Müllkraftwerke aufbauen. Das nicht zu knapp. Nee, wobei so viele sind es tatsächlich ja nicht mehr. Ja. Also, das haben wir schon relativ gut gemeistert bis hierhin. Zack, zack, zack. So, importieren wir uns hier den Müll. So, gut. Und machen hier nochmal ein paar neue Kraftwerke. Zack, zack und zack. So. Mache ich das Handel? 18.000. Das ist schon krass, ja, mit dem Müllhandel. Der blüht. So. Und weitere. Was ist jetzt los war, kann ich. Das war ein komischer. Das ist ein komischer Bug jetzt. Okay. Ja, man merkt langsam, die Region, die wird langsam heftig groß. Na, da kommen solche Bugs immer mal wieder vor. Das kann ich leider nicht ganz verhindern, auch mit dem neuen PC nicht. So, Nachbarschaftshandel. Das war's, okay. Sehr gut. Das heißt, wir könnten hier raus, wieder in die Hauptstadt rein und die Bildung runterschrauben, weil die Kosten gerade explodieren für den Nachbarschaftshandel. Ne, so müssen wir das machen. Boah, wie das aussieht. Wie das aussieht, Freunde. Oha. Absturz? Nee. Hä? Was ist jetzt los? Warum? Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Haben wir den Handel abgebrochen? Oder was ist hier? Oh! Was ist denn hier wieder kaputt? Wartet mal, was ist denn da? Was ist denn da passiert? Was ist denn hier passiert? Eieieiei. Was ist denn hier passiert? Warum? Hä? 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 Das verstehe ich jetzt wirklich nicht, sorry. Was zur Hölle? Nachbarschaftshandel. Energie ist okay, Wasser fehlt. Was ist hier passiert? Okay, Freunde, das ist interessant. So. Wir machen einmal ein bisschen, dass wir uns hier Geld beschaffen. Was ist hier passiert, bitte? Wenn irgendeiner von euch das gesehen hat, bitte schreibt es in die Kommentare. Die Stromleitung ist gekappt. Speichern in unserer Region. Was ist mit der Stromleitung passiert? Ach du Scheiße. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Irgendjemand hat die Stromleitung gekappt. Okay, das ist jetzt gerade wieder ein kritischer Moment. Ne, hier ist die Stromleitung doch. Wartet mal. Stromleitung zum Nachbarn. So, Nachbarschaftshandel. Abbrechen. Ach ja, das ist jetzt egal. Es gibt wichtigere Dinge. So. Das müssen wir jetzt definitiv kurz vorm Ziel noch reparieren. Unbedingt reparieren. So.
Okay, das heißt, wir können jetzt hier wieder Nachbarschaftshandel. Ach, sehr schön. So, ach, ja. Okay, so. Das heißt, wir können hier speichern unserer Region sagen. Haben wir es jetzt repariert, die Situation, oder wie? Haben wir es jetzt gefixt? Das wäre ja super. Ach, Freunde. Ich glaub's nicht. Wir haben es gefixt. Oh, danke. Puh, einmal durchatmen. Nichts passiert. Einmal durchatmen. Ich habe keine Ahnung, warum. Wir brauchen mehr Wasser. Ach du Kacke. Ja, vielleicht brauchen wir gar nicht so viel. Eieieiei. Irgendwie mehr Wasser im Moment. Speichern unserer Region. Die Energiekrise ist überstanden. Jetzt haben wir die Wasserkrise. Die sollte aber eigentlich auch leicht zu überstehen sein. Oder wartet mal. Haben wir hier vielleicht. Was ist denn hier? Warum sind hier Wasserleitungen? Was ist hier passiert? Warum waren hier Wasserleitungen? Was ist hier los, Freunde? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Abbrechen. Ich verstehe gerade echt gar nichts mehr. Wasserverschmutzung. Ja, okay. Ich weiß, was wir hier brauchen. Wir brauchen hier wieder so Dinger. Für die blöden Umweltschützer. So. So, dann können wir hier Nachbarschaftshandel. Wasserexport. Jawohl. So, okay. Warte, hä? War das jetzt? Ja, gucken wir, gucken wir. Was ist da passiert? Das frage ich mich bis heute noch, ey. Also bis jetzt. Quasi. So, haben wir genug Wasser? Problem gelöst. Puh, Bürger feiern niedrige Verbrechensrate. Die Musik passt gerade. So, ach Gott sei Dank. Boah, das war ganz schön krass gerade, die Situation. Ja, also, nicht zu unterschätzen. Machen wir es mal so, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Überhaupt nicht zu unterschätzen, diese Situation. Definitiv nicht. Und der Müll? Er ist wieder unten. Ah, danke. Zum Glück habe ich es rechtzeitig gemerkt. So. Oh, sie hat einen. Können wir jetzt ja theoretisch hier hinten weitermachen, ne? Nein, wobei. Einmal so, genau. Weitermachen mit Gewerbegebieten. Ja. Ich muss mich mal wieder ein bisschen beruhigen. Das war schon krass gerade. Eine richtig krasse Situation, ja. So. Aber hier in der Mitte auch nochmal Bushaltestelle U-Bahn. Ach, und da ist meine Uhr. Okay, alles klar. Jawohl. Ja. Da ist ein Kommentar. Willkommen zurück. Ja, danke schön. Lieber Just Svenny Gaming. hat gerade Silent Hill kommentiert. Ja, freut mich wirklich, dass es scheinbar Leute gibt, die meine Videos nach wie vor schauen. Ja, das ist gut zu wissen. Ah, so, okay. Aber dieses. Jetzt brauchen wir doch wieder Wasser. Warte mal, das fixen wir noch eben. Nachbarschaftshandel, Wasser. So, okay. Und das Gebäude hier, Cerulean Towers, der kann drüber weg. Und dann können wir da ein neues hinmachen, dann speichern wir das.
Und Freunde, dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir doch beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.